Herzlich willkommen bei Rudis Reise. Moin. Heute stelle ich euch den Stellplatz Flotte Bleue vor in André an der Atlantikküste in Südfrankreich, nördlich von Spanien, nördlich von Biarritz gelegen, hier am Roten Kreis ungefähr. Hier ist nochmal eine Ausschnittskarte zu sehen, da zeige ich drauf. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Ja, du Lieben, jetzt sind wir beim Stellplatz Flotte Bleue oder so ähnlich heißt er in Frankreich, in Südfrankreich. Und ich will euch mal diesen Platz jetzt auch mal vorstellen. Eben gerade sind Gabi und Achim losgefahren. Hier ist dann das Erste, was man sehen kann. Also die Müllentsorgung ist hier draußen vor dem Platz. Ist natürlich ideal, weil dann die Müllentsorgung dann nicht auf dem Platz selber stattfinden muss. Hier ist auch eine Entsorgung für Fremdfahrzeuge, die also auch hierher fahren können und dann hier fähr- und entsorgen können mit Wasser, Grauwasser. Hier vorne ist dann, das will ich mal zeigen, die Schrankenanlage. Und die geht relativ einfach. Das ist wirklich easy. Nämlich, dass man hier einmal an diesem Touchfeld, das auch schön gegen das Licht geschützt ist, erstmal seine Flotte Bleue heißt es, F-L-O-T-B-L-E-U. Und man kann da seine eigene Sprache einstellen, gibt dann das Kennzeichen ein, bekommt ein Zettelchen mit. Da wird gefragt, haben Sie denn tatsächlich den Zettel bekommen, dieses Ticket? Ja, muss man bestätigen. Und dann fährt man hier vorne einmal über diese Schrankenanlage hier längs, also über diesen Bodensensoren. Dann geht die Schranke auf und da kommt schon der nächste. Dann ist dann hier auf dem Platz auch nochmal eine Entsorgung und Versorgung. Das ist eigentlich schon fast alles, was man machen kann, denn es gibt hier leider kein Duschhäuschen. Das ist das Einzige, was ein bisschen unangenehm ist. Und hier, das ist auch ganz einfach bedienen. Hier vorne ist die Toilettenspülung. Das heißt, hier spült man unten drinne, hochziehen und hier ist nochmal zum Trinkwasserbehälter auffüllen. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich, hier schließe ich natürlich auch meinen kleinen Minischlauch an, wenn ich mir ja kurz mal abspüle hier, meine Haare wasche. Auch das kann man mal ganz schnell hier machen. Ist ja schließlich ein Bodenablauf, geht dann gleich direkt da rein. Ob ich mich nun im Auto abwasche oder direkt hier, spielt ja letztlich dann auch keine Rolle. Ja, der Platz selber, den will ich auch dann zeigen. Der ist, es ist heute übrigens wieder 25 Grad hier. Es ist der 27. oder 28. März. Und da vorne stehe ich mit meinem Rudi und dem Anhänger hinten dran. Das kleine Zettelchen besteht aus zwei Teilen, das muss man einmal durchreißen. Und der ein untere Teil ist dann der Code zum Rausfahren, damit man rausfahren kann. Und ja, dann ist da, muss man eben natürlich vorher noch bezahlen, das ist klar. Oh, der Platz war eben gerade belegt, ist schon wieder neu belegt. Den Rudi habe ich jetzt dahinter gestellt, habe also auch nur eine Fläche dafür gebraucht mit Anhänger. Wobei man sagen muss, das ist natürlich ein kleiner Anhänger. Ich habe den Roller schon mal daneben gestellt, weil ich dann nochmal damit losfahren möchte. Ja, und so stehe ich hier auf diesem Platz. Hat kaum Schatten. Hier ist ein kleiner Kinderspielplatz. Ob es eine Buhlbahn ist da vorne, ist ein bisschen übertrieben. Also ein Mini-Kinderspielplatz ist dabei. Und das Meer ist dann hier genau in dieser Richtung hier vorne. Ist ein Weg entlang, wo man dann zum Meer fahren kann. Also ist eigentlich ein relativ einfacher Stellplatz. Über die Preise kann ich jetzt noch gar nichts sagen, weil ich auch gar nichts bezahlt habe hier bisher. Werde ich dann vielleicht zum Schluss nochmal unten in die Videobeschreibung reinschreiben. Ja, und das ist jetzt der Platz. Hier sind also, ich schätze mal, 60 Stellplätze ungefähr geschätzt. Genau habe ich sie jetzt nicht durchgezählt, aber die sind alle parzelliert hier. Jeder Platz hat einen Strom. Der Strom ist inklusive, also inklusive ist der Strom, die Fähr- und die Entsorgung. Ja, außer dass hier ein kleines Häuschen zum Geschirrspülen beziehungsweise als eine Dusche. Und wenn es nur eine kalte Dusche wäre, die fehlt eben halt. Das ist ein bisschen schade, aber es ist halt so, wie es ist. Da muss man sich auch zurechtfinden. Also es ist ein wunderschöner Platz direkt im Süden Frankreichs an der Atlantikküste. Ja. Und den Strand zeige ich euch natürlich nochmal. Gewaltig hier, es ist einfach gewaltig. Einfach Hammer, wie schön. Gewaltig. Hallo ihr Lieben, ganz liebe herzliche Grüße aus Andres. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, in Frankreich, an der Atlantikküste. Da vorne, da liegt Spanien. Da sind die Pyrenäen zu sehen. Und
Hier sind die großen Wellen und da hinten liegt Biarritz, so in der Richtung. Also ein wunderbares Fleckchen Erde hier. Sehr viele Wellen, sehr große Wellen, ungefähr 4 Meter hoch, würde ich sagen. 4-5 Meter sind die schon. Hat gewaltig was an sich, obwohl es heute fast windstill ist, muss ich sagen, gegenüber den Tagen vorher. Da sind die Wellen heute fast gemäßigt, würde ich beinahe sagen. Ja, das ist das letzte Mal, dass ich jetzt hier an der Atlantikküste bin, weil ich jetzt von hier aus ins Landesinnere dann fahre und wieder langsam Richtung Deutschland wieder zurück. Werde euch aber auf jeden Fall auf der Fahrt mitnehmen. Schaut euch mal dieses tolle, da ist Spanien, hier ist Frankreich und hier sind die Wellen. Viele Grüße. Die Wellen sind aber gewaltig hier. Ich bin dem gerade mal so ein ganz bisschen rangegangen und dann kam das hier so doch ziemlich weit vor. Jetzt zum Beispiel, ja, die kommen jetzt hier direkt an. Ja, jetzt kommen die Wellen wieder. Ach du Scheiße. Boah, Hilfe. Raus hier. Die kommen immer alle paar Sekunden ein bisschen näher ran. Gewaltig. So, ich bin immer drin gewesen. Ja, also zum Strand kommt man eigentlich relativ leicht hin und ich zeige euch jetzt mal, wenn man beim Stellplatz rausgeht, das ist also da die Einfahrt vom Stellplatz, jetzt drehe ich mich mal nach rechts ein bisschen weiter, da sehen wir, dass da eine Zufahrt ist, immer zu einem großen Parkplatz, die Zufahrt wird neu gebaut, der Parkplatz wird neu gebaut, das ist jetzt der Stand März 2023, da wird alles gerade neu angelegt, aber die ganzen Buden haben alle noch auf, da ist eine Eisdiele, da sind Restaurants und man kommt hier auch so zum Strand ganz toll runter. Direkt am Strandabgang stehen natürlich auch die Hinweisschilder auf diese Brandung, die ist sehr gefährlich. Ich habe niemanden gesehen, der dort gebadet hat, also ich würde auch dringend davon abraten, bei den starken Wellen dann zu baden. Das sind echt gewaltige Wellen hier. Hier darf man absolut nicht reingehen, das ist viel zu gefährlich. Riesengroße Wellen, da kommt man nicht wieder alleine raus. Hier wartet auch kein Mensch, aber so ein bisschen die Füße reinhalten, das habe ich dann schon gerade eben mal gemacht. Das heißt mal, das Wasser um meine Füße laufen lassen, wunderschön. Dann noch ein paar Infos zu dem Ort André. Man kann sich über eine App da spezielle Informationen über die Touristeninformationen herunterladen. Auch noch ein bisschen was zur Lage dieses Platzes, da liegt ja nun direkt am Strand dran. Das heißt, wenn man einkaufen möchte, muss man da schon eine relativ, ja, ich sag mal 2 Kilometer sind das gut, bis zum Ort rein. Ich habe die Strecke dann mit dem Roller zurückgelegt. Das geht sehr, sehr, sehr gut. Strom war ja auch, wie gesagt, inklusive. Und im Ort liegt eben halt ein Carrefour City, ist so ein kleinerer Laden. Hier sehen wir auch die Öffnungszeiten und der hat eigentlich ein sehr breites Angebot. Natürlich keine frische Theke, aber man kann dort sehr gut einkaufen und lässt sich dann auch gut versorgen. Ja, mit diesen Bildern möchte ich mich dann von euch verabschieden. Sag herzlichen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video.